Ich bin Edora, He-Mans Zwillingsschwester und Beschützerin von Crystal Castle. Das ist Spirit, mein geliebtes Pferd. Fantastische Geheimnisse offenbarten sich mir an dem Tag, als ich mein Schwert erhob und sagte, für die Ehre von Grayskull! Ich bin She-Ra! Nur wenige teilten dieses Geheimnis. Zu ihnen zählten Leito, Madame Res und Kaul. Meine Freunde der großen Rebellion und ich versuchten mit vereinten Kräften, Etheria von den schrecklichen Mächten des Hordak zu befreien. Steckst du? Woher wusstest du, dass ich in dem Busch bin, Edora? Ein Busch kann nicht laufen, Sprocker. Ich weiß, aber es ist schwer, ruhig stehen zu bleiben. Wo könnte sich denn Spritina versteckt haben? Dem Kichern und den leuchtenden Augen nach habe ich sie gefunden. Spielen wir das nochmal! Na gut. 1, 2, 3, 4. Hilfe! 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 Für die Ehre von Grayskull! Ich weiß nicht, wie du das getan hast, aber ich bin froh, dass du es getan hast. Vielen Dank. Gern geschehen, guter Mann. Ich bin She-Ra. Oh, mein Name ist Frit. Viele nennen mich auch den Flaschenmann, weil ich von Dorf zu Dorf gehe und die Flaschen einsammle. Das heißt, das habe ich getan. Wieso nicht mehr? Hordesoldaten haben mir mein Pferd weggenommen. Es wird schwer für mich sein, ohne True Blue weiterzumachen. Ich bring dich zu meinen Freunden. Vielleicht fällt uns etwas ein, wie wir dein Pferd zurückbekommen können. Das wäre wundervoll. Und die Armee des gütigen Königs hat dann mit der Unterstützung die Eindringlinge aus dem Land vertrieben. Das war eine wunderbare Geschichte. Erzähl uns noch eine, Fritz. Wieso bittet ihr Bo nicht, uns ein Lied vorzusingen? Ja, Bo, ich hab's auch schon. Es wäre wundervoll, Bo, wenn du uns Just We Two vorsingst, wenn du das kennst. Oh, ich kenne es, aber wieso dieses Lied? Das bringt die Erinnerung an jemanden zurück, den ich vor langer Zeit gekannt habe. Wir waren jung, wir waren verliebt und das war unser Lied. Sag nichts mehr. Selbstverständlich singe ich es für dich. Razzle, dazzle, all I see. Whenever it is you with me, everything's in harmony, harmony. Just we two, me and you. Er scheint ein sehr netter Mann zu sein. Oh, das ist er. Ich habe Fritz in der Stadt gesehen. Dort sammelt er nicht nur Flaschen ein, die Kinder scharen sich um ihn herum. Und dann erzählt er ihnen viele Geschichten. Geschichten aus der Zeit, bevor die Hordes das Land erobert haben. Er ist ein mutiger Mann. Er hat dazu beigetragen, dass die Hoffnung auf Freiheit weiterlebt. Oh nein!
dieses Lied zu singen. Hör auf, Bo, stopp! Hör auf! Wie kannst du es wagen, dies furchtbare Lied zu spielen? Es ist ganz einfach, Madame Res. Meine Finger machen so und... Das verdammte Lied darf nie wieder in meiner Gegenwart gespielt werden. Warum nicht, Madame Res? Weil das damalige Lied war. Oh, Fred, bist du das wirklich? Hallo, Res, Mann, es ist wirklich verdammt lange her, aber du bist noch immer so hübsch wie der Regenbogen. Oh, und du verstehst es noch immer, Frauen zu schmeicheln, ach. Ich habe Bo gebeten, dieses Lied zu singen. Ja, mein Freund, es war unser Lied, aber das ist vorbei. Es war zu Ende, als du fortgegangen bist. Wenn ich's recht erinnere, meine Süße, dann bist du doch damals fortgegangen. Komm mir doch nicht mit, meine Süße, Fred. Es ist vorbei, jawohl, es ist aus, erledigt und aus. Sie ist noch so hübsch wie damals. Was bedeutet denn der Abgang? Oh, das ist Liebe. Wenn ihr egal ist, was mit Fred passiert, warum folgen wir ihm denn dann, Madame? Nicht ihm, Broom. Ihnen. Vielleicht brauchen unsere Freunde ja unsere Hilfe. Und wieso verstecken wir uns dann vor Ihnen, Madame? Nicht vor Ihnen, Broom. Vor ihm. Ich wusste doch, dass Fred dir noch was bedeutet, Madame. Sagen wir es ihm. Fred, wir sind's, Madame und Broom. Hörst du auf? Hey, musstest du so an mir rumzerren, Madame? Um die Wahrheit zu sagen, Broom, ich weiß nicht genau, was ich für Fred empfinde. Also, wenn ich ihn sehe, dann schlottern mir die Knie. Aber mein Kopf sagt, nimm dich in Acht. Richte dich weder nach deinen Knien noch nach deinem Kopf. Hör einfach auf dein Herz. Oh, du liebe Güte auch. Ich bin ja komplett durcheinander. Ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Captain, ich habe das blaue Pferd den Truppen übergeben, die hier stationiert sind. Gut, Soldat. Dann lasst uns aufbrechen. Wir haben eine Mission zu erfüllen, die keinen Aufschub duldet. Ach du Schreck, das ist Catra und ihre Halunken. Sie wollen doch gleich aufbrechen. Sag mir Bescheid, wenn sie weg sind, ja? Sie sind weg. Lass uns True Blue suchen. Außer mir und True Blue ist schon lange niemand mehr auf diesem Berg gewesen, Bo. Sag mal, Fred, was machst du eigentlich mit all den Flaschen? Das wirst du noch früh genug sehen. Gleich wirst du es sehen. Da ist es! Das ist unglaublich, Fred. Schaut euch das an. Es ist wunderschön. Was ist das, Fritz? Das ist mein Lebenswerk. Mein Denkmal für den Frieden. Es ist das höchste Gebäude im ganzen Universum. Und das traumhafteste. Ich habe es für alle Etherianer erbaut, um ihnen Hoffnung zu geben. Die Flaschen symbolisieren das Volk. Es sind viele verschiedene Arten und Farben nötig, um so etwas Wichtiges zu erschaffen. Was ist das? Wie schön, wie schön. Überraschung folgt auf Überraschung. Was sehen meine verträumten Augen? Ihr macht meinen Tag vollkommen. Wahnsinn, das ist mein Glückstag. Oh, ich bin hergekommen, um dieses scheußliche Gebilde zu zerstören. Und jetzt entdecke ich noch ein paar Rebellen, die werde ich mitnehmen. Vielleicht kriege ich sogar eine Belohnung. Haltet das Pferd auf! Ich muss Adora finden.
du liebe Güte, schau dir das Ding an. Ein großes, albernes Nichts. Mir gefällt es. Es drückt immerhin was aus. Was Nettes. Und deswegen hat er mich sitzen lassen? Madame Reis, ich kann nicht glauben, dass du wirklich neidisch auf ein Denkmal bist. Doch, so ist es, Broom. Du kannst es glauben. Ja, ich glaube, es war echt so. Oh, ihr Rebellen, es wird mir einen Heidenspaß machen, diesen nutzlosen Glashaufen zu zerstören. Nein, Hände weg von diesem Denkmal. Hallo, mein Süßer. Reis, was machst du denn hier? Nun, ich war rein zufällig hier irgendwo in der Nähe. Und da dachte ich, nun ja, da... Na los doch, sag's ihm. Ei, 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 wen haben wir denn da? Was? Wo? Dich meine ich, alte Frau. Mir scheint gar, ich hab noch einen dieser Rebellen erwischt. True Blue muss hier irgendwo sein. Ich hoffe nur, wir finden ihn, bevor uns die Horde Soldaten entdecken. Da ist er. Los, du Lama-Klepper, etwas schneller. Bring ihn doch mit ein paar Stromstößen auf Trab. Das ist eine gute Idee. Moment mal, wer ist denn da drüben? Du, komm her. Ich meine, ich, Bauersfrau, komm sofort her. Denkst du auch, dass er uns meinen könnte, Adora? Nicht uns, mich, Kaul. Versteck dich da hinter den Holzstämmen. Oh ja, darin bin ich einfach Meister. Für die Ehre von Grayskull! Wer zu Lasso? Wie heißt es so schön, Kumpel? Einmal ist so schön wie kein Mal. Jetzt ist es aus mit dir. Lass uns runter. Oh, aber gerne. Lass uns hier verschwinden. Komm mit, True Blue. Wir müssen uns beeilen, She-Ra. Kaul, du bleibst bei True Blue. Er kennt den Weg heim. Und was dich angeht, Spirit? Für die Ehre von Grayskull! Vorwärts, Swiftwind. Unsere Freunde sind in Gefahr. Warte, irgendwie scheint es kleine Probleme auf eurem Berg oben zu geben. Also wieso sollten wir uns beeilen? Oh, jetzt erinnere ich mich wieder. Du wolltest, dass ich mit dir weglaufe. Aber ich wusste, ich würde nicht eher Ruhe finden, bis die Hordes vertrieben sind. Ich habe mich vor mir selbst geschämt und gedacht, ich wäre deiner nicht würdig. Und deswegen bist du fortgeblieben? Ja, ich musste mir beweisen, dass ich etwas Sinnvolles kann. Und so habe ich das Denkmal gebaut. Schluss! Und jetzt beginnt der Spaß, Leute. Fred, was immer auch passiert, ich möchte, dass du mir vergibst. Nein, ich habe uns das doch alles eingebrockt. Nein, ich hätte dich mitnehmen sollen, als ich mich den Rebellen angeschlossen habe. Außerdem, so schlimm ist die Situation auch nicht. Wie kannst du denn das sagen? Na, sind wir zwei nicht zusammen? Da hast du recht, Razzie. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, gefesselt zu sein oder sich den Schmus anzuhören. Ich sag da Ruhe, ihr hilflosen Dummköpfe. Jetzt werdet ihr miterleben, wie ich diesen sinnlosen Schrotthaufen vor euer aller Augen zerstöre. Schrotthaufen? Das Werk meines Lebens. Ich kann nicht hinschauen. Ich fange ganz langsam an. Du liebe
Güte auf. Ich muss das verhindern, aber wie? Dazu brauche ich einen passenden Zauberspruch. Lass ihn dir bitte fix einfallen. Oh, ich sollte sie vielleicht in Hasen verwandeln. Rabbit, Rabbit. Du liebe Güte, oder hieß es Rabbit Jabbit, oder war es Rabbit Flabbit? Du liebe Güte, ich sollte mir was anderes einfallen lassen. Oh, wie schön das zerspringt. Und jetzt sollen meine treuen Soldaten auch etwas Spaß haben. Jetzt habe ich es! Ich werde sie mit meiner Magie blenden. Razzle, dazzle, bizzle, baten, Flaschen, blendet, blendet die Soldaten. Soldaten, legt eure Waffen an und Feuer! Oh, du hast es geschafft. Du bist einmalig, Raz. Nun. Oh, She-Ra. Haben die Hordes denn keine wichtigeren Aufgaben für dich? She-Ra, wenn du auf mich losgehst, dann werden meine Soldaten dieses wundervolle Denkmal vernichten. Und wenn du versuchst, das Denkmal zu retten, dann kannst du deinen Freunden nicht helfen. Los doch. Na komm schon, She-Ra, du bist dran. Mach einen Vorschlag. Für wen entscheidest du dich? Für deine Rebellenfreunde oder für das wundervolle Denkmal? An erster Stelle stehen immer die Freunde. Oh, deine Standhaftigkeit beeindruckt mich. Ich wäre bereit, dieses Denkmal zu verschonen, wenn du dein Schwert niederlegst und dich ergibst. Du hast gewonnen. Wie töricht, glaubst du wirklich, ich würde dieses schreckliche, erbärmliche Denkmal der Dummheit nicht vernichten? Soldaten, ergreift die Rebellen! Oh nein, Catra, ich würde dir niemals glauben. Schwert, schneide! Dürfte den erstmal die Sprache verschlagen. Oh nein! She-Ra, schau nur! Komm schon, stell dich wieder auf! Das Denkmal ist gerettet. Der Schaden ist nicht allzu groß. Ich kann's wieder reparieren. Danke, dass du mein Werk gerettet hast, She-Ra. Gern geschehen. Aber ich fürchte, die Hordes-Leute werden wiederkommen und ich kann nicht ständig hier sein, um zu helfen, Frit. Nun, vielleicht kann ich helfen, mein Schatz, aber dazu müsste ich dein Denkmal etwas verändern. Könnte es denn dann noch immer von allen gesehen werden? Ja, oh, du liebe Güte, ja. Ich werde nur dafür sorgen, dass es die Hordes nicht mehr zerstören können. Dann mach schon. Vorwärts, meine Liebe. Also gut, Raz, das ist eine große Chance, Versäumtes wieder gut zu machen. Miesel, Mäsel, Mosel, Mistall, verwandle dich in Viridiumkristall! Wow! Das ist fantastisch! Er hat funktioniert! Endlich mal ein Zauberspruch, der funktioniert hat! Oh, Schatz, es ist wundervoll. Viridiumkristall. Das ist das härteste, festeste Material auf Etheria. Dem Kristall können die Hordes nichts anhaben. Vielleicht sollten wir ganz von vorn anfangen, Schatz. Das wäre wirklich wundervoll. Darf ich dich bald mal wiedersehen, meine Schöne? Aber natürlich, Schatzilein, mein Schnuckiputz. Sind die beiden nicht niedlich? Mir fallen viele Worte ein, um den Schmus zu beschreiben. Aber niedlich gehört nicht dazu. Hey, ist jemand zu Hause? Oh, Blue, du bist wieder da. Na toll, wie es aussieht, habe ich die ganze Aktion verpasst. Gott sei Dank. Es hat mir sehr gefallen, wie du dich eben benommen hast. Du meinst Frit gegenüber? Ja, ich merke, du kannst ihn immer noch sehr gut leiden, nicht wahr? Mochte ihn immer, wird ihn immer mögen. Aber wir gehören zusammen, Blue. Hä? Hey, was soll das? Hey, Bo, tust du Madame einen Gefallen? Klar, und was kann ich tun? Ging das Lied nochmal, Bo.
Just we two, me and you, gone to the dawn, rise with the sun. Hallo, ich bin's, Luki. Wo war ich versteckt? Schaut noch mal genau hin. Jetzt seht ihr mich bestimmt. Frit hatte ein tolles Denkmal gebaut. Die farbigen Flaschen symbolisierten Menschen verschiedener Hautfarbe. Und sie symbolisieren auch die Hoffnung, dass wir irgendwann bessere Menschen werden, wenn wir zusammen leben, zusammen arbeiten und uns gegenseitig achten. Und ich sage euch,